Alles hat angefangen, wir sind zusammen HTL gegangen, der Marc und ich. Haben nachher die 5 Jahre fertig gemacht, maturiert. Danach sind wir noch so ein Jahr Büchsenmacherjahr eigentlich gegangen. Und ganz spontan haben wir uns nach 2 Jahren wieder mal zusammengesetzt bei einem Essen und sind draufgekommen. Irgendwie war lustig, wenn wir uns selbstständig machen. Und gesagt, wir sind jung, probieren wir es einmal. Ja, der Büchsenmacherberuf ist eigentlich ein vielfältiger Beruf. Es ist die Technik, es ist die Metallarbeit, die Holzarbeit. Einfach die Kombination aus diesen 2 Materialien hat uns so fasziniert. Und vor allem die Feinmechanik. Es sind komplexe Systeme dabei und das zu verstehen und einfach zu erweitern und immer wieder was Neues zu machen, das ist das Schöne daran. Es ist nicht immer alles gleich, es ist jeden Tag was anderes, was kommt. Es ist jeder Schaft anders, es ist jedes System anders. Man muss einfach vielfältig sein und man muss auch gutes Handwerk und ein künstlerisches Denken haben. Besondere Erfolgserlebnisse sind eigentlich immer, wenn ein Kunde am Anfang den Holzrolling sieht und zu uns kommt und nach einem Monat kommt er wieder und er freut sich einfach über das Produkt und das ist für uns einfach ein Erfolgserlebnis immer wieder. Die Politur am Schluss ist eigentlich das Schönste, weil da wird man das Produkt gerade entfertigen und man weiß, in ein paar Stunden kann der Kunde kommen, das anschauen und das ist einfach so das Schönste, finde ich. Ja, uns motiviert das Ganze, weil es einfach so ein Handwerk ist, was nicht jeder macht. Und wir sind in das reingewachsen und es ist so wie Fußballspielen, uns taugt es einfach. Die Waffen sind schon Jahrhunderte alt und man nimmt die Tradition immer mit. Aber wir probieren halt auch, das Moderne reinzukriegen, einen modernen Stil reinkriegen, aber die Tradition immer mitbewahren. Nachdem wir alle von der Umgebung hier sind, spielt die Region natürlich eine große Rolle. Ich sage, Kärnten ist ein schöner Standort, es gibt natürlich genug Potenzial, genug Kunden, genug Jäger. Aber auch Sportschützen. Und wir wollen einfach die Wirtschaft im Land lassen, weil wir einen Aufschwung für Kärnten bringen wollen.